Wo kommen wir? Ne? So, hallo, willkommen in Konnichiwa, meine kleinen großen Motherfucker. Kommst du rein oder nicht? Hey! Der muss die hoch. Was sind meine Erlaubnis? Was sind meine Erlaubnis? Wieso mache ich jetzt nicht aus? So. Verzeihung wieder für die Unannehmlichkeiten. Ja, das ist ein bisschen zu nah für mich. Also, hallo, willkommen und konnichiwa, meine kleinen großen Motherfucker. Heute erzähle ich euch meine Meinung zu zwei Filmen, die wunderschön sind und wunderbar und einfach grandios. Allerdings fangen wir mit dem ersten Film an. Ich mache ja so wie meistens immer einen Film pro Video, obwohl bei dieser Crow-Filmreihe war das ja, waren das ja vier Filme oder fünf? Vier oder fünf Filme, ne? Nee. The Crow, zwei, drei, vier. Nee, es gibt doch nur drei. Nee, es gibt vier, fünf Filme eigentlich mit dem Remake. Okay, weg von The Crow. Und ja, ich sag's nochmal. Hallo, willkommen in Konnichiwa, meine kleinen und großen Motherfucker. Heute erzähle ich euch meine Meinung über den Animations- und Science-Fiction-Film Der wilde Roboter. Apropos, Der wilde Roboter. Vielleicht könnt ihr das so sehen. Und ich habe ja leider nichts, was so robotermäßig ist, deshalb sollte das genügen. Jagdfieber und die Karte. Der Original, apropos der wilde Roboter in 3D. Ich habe mir den in 3D angeguckt im Cineplex mit meinem Bruder und die Friend Rina. Vielen Dank, dass du mir den das Ticket bezahlt hast. Und ja, nochmal, der deutsche Titel heißt Der wilde Roboter in 3D, habe ich mir den angeguckt. Und der Originaltitel heißt The White Robot. Der Film erschien am 3.10.2024. Ich hoffe, das ist richtig. Am Donnerstag. Ich habe den mir 12, 14 Tage, ne? Nee, 10 Tage später angeguckt. Die Laufzeit des Films ist 101 Minute. Das ist 1 Stunde und 41. Und die FSK-Freigabe, also die Freigabe für den Film ist. Hä? Habe ich die gar nicht hingeschrieben? Doch. Ach hier. Die FSK-Freigabe für den Film ist ab 6. Ja, was kann ich euch zu dem Film sagen, ohne euch großartig zu spoilern? Eigentlich möchte ich euch gar nicht spoilern. Allerdings ist das ja meistens immer so, wenn ihr eine Meinung haben wollt, dann wollt ihr auch natürlich wissen, worum es in dem Film geht. Sieht man eigentlich den Titel? Scheiße, braucht ihr nicht. Okay, ich versuche es kurz und knapp zu halten. Und zwar ein Hilfsroboter, kann man Hilfsroboter sagen? Also, dass das ein Hilfsroboter heißt? Ja. Man kann es ein Hilfsroboter, also ein Hilfsroboter strandet, nun ja, was heißt strandet, durch einen Taifun landet ein Paket und ein Paket auf einer Insel, auf einer unbemannten Insel voller Tieren und in diesem Paket ist ein Roboter drin und dieser Roboter heißt, Moment, Rosum 7134 oder kurz gesagt Ross strandet, also landet halt auf auf dieser unbemannten Insel und der Roboter sucht eine Aufgabe und durch ein Missgeschick passiert es, dass der Roboter
eine Familie umbringt, mehr, ja, unabsichtlich durch einen, war das durch einen Taifun oder durch irgendwas anderes? Auf jeden Fall durch irgendeine Schusseligkeit von den Roboter passiert, dass er halt auf ein Nest landet und bei diesem Nest ist das Einzige, was übrig geblieben ist, ein Ei. Und aus diesem Ei, nun ja, kennen wir ja, schlüpft ein Küken. Und dieses Küken macht sich, nicht macht sich, sondern bei Küken, also bei Jungtieren, ist es dann so, das erste Gesicht, was sie sehen, also egal ob Tier oder Mensch, prägen sie sich ein, als wäre das die Mutter. Und ja, bei den Küken ist das so, dass die Mutter dann der Roboter ist. Und der Roboter, er kriegt dann eine Aufgabe von, war das ein Opossum oder war das von Fuchs? Von irgendeinem Tier kriegt er halt die Aufgabe, dass er dieses Küken erziehen soll, bis es zum Herbst schwimmen und fliegen kann. Ich glaube, war das sogar im selben Jahr? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist die Grundstory von dem Film. Was fand ich positiv, was fand ich negativ? Habe ich die Story gut erklärt? Ein Roboter landet auf einer unbemannten Insel, da wo Tiere leben, durch seine Schusseligkeit landet er auf ein Nest. Und dort überlebt nur ein Ei und aus dem Ei schlüpft ein Küken und aus dem und das Küken ernennt den Roboter als Mutter. Und der Roboter erzieht das Küken. Was kann ich euch Positives von diesem Film erzählen, den ich nicht wunderschön fand und auch ergreifend und auch toll erzählt und ja. Toll gemacht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, die Geschichte, von der Geschichte her fand ich sie sehr rührend, fand ich sie passend, fand ich sie auch sehr ergreifend und auch sehr wunderschön erzählt und auch von der, das war es eigentlich, ne? Wunderschön erzählt und auch also was man in dieser Geschichte sieht, alleine von den Animationen und von den Effekten her und von den 3D-Effekten am Anfang des Films, fand ich schon den 3D-Effekt richtig geil. Da kommen so, wie heißt das? Wolken, ne? Wolken und Regen dir entgegen. Also jetzt nicht in echt, aber hat per der 3D-Effekt. Und da dachte ich mir so schon, what the fuck, das sah so geil aus. Apropos Verzeihung, falls ich so euphorisch und so begeistert von diesem Film bin. Was ich auch noch toll fand von, ja, den Animationsstil, den fand ich geil, schön. War das? Das war von DreamWorks, aber warum Universal Pictures? Ach so, ja, Universal Pictures und DreamWorks arbeiten, die beiden gehören ja zusammen, so wie bei Universal und DreamWorks, so wie bei Jurassic Park. Apropos, der neue Jurassic Park oder World Film soll Rebirth heißen, also Wiedergeburt. Zurück zu den Anfängen. Apropos zurück zu den Anfängen. Was fand ich noch toll? Ich fand die Charakterisierung von denen toll, von den Robotern. Da möchte ich nicht ins Detail gehen, weil ihr sollt euch selber den Film angucken. Allerdings, wenn ihr euch so Filme angeguckt habt mit Robotern, so wie iRobot oder der 100.000-jährige Mann oder auch weitere Filme, so wie Nummer 9, war das Nummer 9 oder Nummer 3? Auf jeden Fall irgendwie so. Fand ich wunderschön gemacht, also von der Charakterisierung. Alleine die Tiere, der Film spielt hauptsächlich im Wald und ich bin ja ein Naturmensch und ich gehe auch öfters im Wald mit Leike oder ohne Leike und ich finde einfach, wenn man im Wald ist oder wenn man in der Natur ist, dann ist man fernab von der, nun ja, nicht von der Realität, allerdings ist man fernab von Menschen und von diesem Chaos und von diesem Stress und von diesem allen möglichen Scheiß. Jeder Mensch, der in der Nähe von einem Wald lebt und sollte öfters mal in den Wald gehen, damit man die Ruhe erlebt. Man kann auch Waldbaden machen. Man nimmt sich eine Isomatte oder eine Decke und am besten noch ein Kissen und eine Überziehdecke und legt sich einfach auf das Laub, auf Gras hin und entspannt einfach in diesem Wald. Ob das glaubt oder nicht, das habe ich auch mal gemacht öfters und
Ich habe ja Schlafprobleme und ich bin sogar mal im Wald eingeschlafen und ja, ich habe mich an den Baum gelehnt und also so am Sitzen, bin so dann eingeschlafen und bin, glaube ich, 5 Uhr wach geworden, da wo die ersten Vögel zwitscherten und da, nee, war das 5 Uhr oder 7 Uhr? Auf jeden Fall war das, doch, das war 5 Uhr und da war Winter und ich hatte gar keine Decke mit und ich so voll am Frieren, so blablabla. So jetzt, allerdings ist das mehr so wegen der Anspannung, wegen den Euphorischen, dass der Film einfach toll ist und ja, da habe ich mir dann immer so fest vorgenommen, wenn es ein bisschen kälter ist, dann nimmst du lieber eine Decke mit. Ja, was fand ich noch positiv? Ich fand auch noch positiv, wie die einzelnen Themen aufgegriffen wurden, und zwar Veränderung, Verantwortung, Liebe sowie auch Familie und Migration. Also der Roboter kommt ja dort an und dort sind nur Tiere und die Tiere kennen das nicht und die Tiere werten den erstmal den Roboter ab und nun ja, wie das nun mal so ist, irgendwann kommt es zu diesem Punkt, dass man Vertrauen erlangt zu den Wesen oder zu den Roboter und das ist auch ein Prozess und der ist zwar schleichend, allerdings, wenn man diesen Prozess hat, dann, wenn man diesen Prozess erfolgreich schafft, dann ist das toll. Migration, ja, Vertrauen habe ich ja gesagt und das Thema, ein Thema älter werden. Also, wie ich euch gesagt habe, der Roboter kümmert sich um das Küken, bis das Küken irgendwann fliegt und ja, das fand ich auch noch toll erzählt. Ja, dann Erde, Animation und Sound, der Soundtrack fand ich auch geil, sowie die 3D-Effekt und der Deutsch. Und was ich cool fand, der deutsche Filmtext. Also im Film war Deutsch, ja, war alles in Deutsch. Also, was heißt in Deutsch? Zum Beispiel stand dort Fehler und das war in Deutsch. Ich weiß nicht, ob das 100%ig so war. Allerdings glaube ich, dass das so war, obwohl ich den Film gestern schon gesehen habe. Ich wollte eigentlich das Meinungsvideo gestern machen, allerdings hatte ich starke Kopfschmerzen. Heute habe ich immer noch mittelgradige bis schwere Kopfschmerzen. Also die rechte Seite tut weh und mein rechtes Auge fuckt ab. Allerdings dachte ich mir so, ja, ich mache jetzt das Meinungsvideo, auch wenn 3:04 Uhr ist. Okay. Was fand ich negativ? Dann fand ich auch noch positiv, apropos, positiv fand ich auch noch den Humor und ja, den deutschen Filmtext habe ich noch gesagt und die Stimme von den Roboter. Und zwar Judith Remmers Renkers. Sie hat Bücher geschrieben und ist Moderatorin. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Moderatorin. Allerdings wollte ich euch das noch auf den Weg geben. Und ja, eigentlich positiv fand ich auch noch, habe ich total vergessen zu sagen, die Animation von dem Wald, die Animation von den Tieren. Eigentlich alles fand ich wunderschön. Auch die eine Szene mit diesem Schmetterling. Boah, ich habe mir den Film ja in 3D angeguckt, leider nicht in Dolby Atmos gehört. Und ich fand das aber wundervoll, wie schön das alles aussah. Und ja, das einzige Negative fand ich. Also kommen wir zum ersten Thema, denn das zweite Thema habe ich eigentlich als erstes gemacht. Und zwar, es gab kaum Ruhephasen. Also so, es gab zwar ruhige Stellen, allerdings gab es dort mehr so, da wo was immer passiert ist. Ich weiß nicht, woran es lag, allerdings, ich finde auch Kinderfilme, die können auch so ruhige Phasen haben. Die brauchen nicht immer so bam, 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 dass da immer was passiert. So wie ich bei den meisten Meinungsvideos sage. Bla, also es wird geredet, dann kommt wieder Action, so, ne? Es kann auch ruhige Phasen gehen. Ja, dann fand ich auch noch negativ, dass einige waren laut. Ich habe einige Male gesagt, haltet, seid doch mal bitte leise oder haltet doch die Klappe. Und ein Familienvater, er hatte sein Smartphone einmal an und hatte auf laut, das Smartphone klingelte einmal wegen einem Anruf oder sowas und er hatte das Smartphone dreimal draußen und ich habe ihn einmal gebeten, ich so, könnten Sie bitte das Smartphone ausmachen, weil er hatte das Smartphone richtig hell gestellt und ihr könnt euch das so vorstellen, ne? Ihr könnt das leider nicht sehen. Oder warte mal, ich zeige euch das ein bisschen. Ich
So, ihr seht mich jetzt nicht, allerdings jetzt. So, stellt euch vor, ihr sitzt im Kino, ne? Und einer holt sein Smartphone raus und das sieht dann so aus. Lö. Dort seht ihr noch schön den Schatten. Und wenn ihr das von so aus seht, ne? Von so ist ja auch scheiße, ne? So, ich mach mal wieder Fenster. So. Und für mich ist das immer nervend und störend und ich weiß nicht, warum die anderen nichts gesagt haben. Allerdings, ja, habe ich was gesagt und mein Bruder meinte, belästige doch die Leute nicht, so willst du mich verarschen. Ich habe dafür, ja, du hast mir das Ticket gekauft. Allerdings, wenn ich hier im Kino bin, dann gucke ich mir einen Film an und guck mir einen Film an und möchte mich nicht von links und rechts belästigen lassen oder von hinten. Ja, und das finde ich dann immer blöd. Ich finde das sowas von arrogant und selbstsicher und egoistisch. Ja, das ist das Negative. Ja, apropos die Firma, die welche diese Roboter, ich wollte schon Androiden baut, hießen, glaube ich, Universal Dynamics. Ne? Ja, das war's. Kann ich euch den Film empfehlen, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr Science Fiction mögt mit Animation? Apropos, der Film hat mich irgendwie erinnert an der. War das der große Roboter? Hieß der große Roboter? Hieß denn der Film nochmal? Such doch! Oh. Ja, wenn ihr auf jeden Fall Kinder habt, dann würde ich euch den Film empfehlen. Wenn ihr nicht der große Roboter, Film ab Animationsfilm. Nein! Nicht Baymax. AI, künstliche Intelligenz? Nein. Warte mal. Roboter Zeichentrickfilm 1900, keine Ahnung. 1990er? Wie hieß denn der nochmal? Ah, das macht mich jetzt stutzig. Robots ist auch cool. Oh, Wall-E ist auch schön. Aber wie hieß denn dieser? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich das irgendwie finde, werde ich das auf jeden Fall verlinken, weil ich fand diesen Film richtig schön damals. Ich glaube, das war sogar von DreamWorks. Ne? Warte mal. DreamWorks? Ich gebe mal DreamWorks ein. Mal gucken. Ja, da kommt nur der Bilderroboter. Warner Bros. Nein, nicht Batman. Ah. The Iron Giant. Ist das der? The Iron Giant. Ja, aber wie ist denn der Moment? Der Gigant aus dem All. Ja, das ist der Film. Boah,
Das ist der Film. Ich fand den Film so toll. Ich fand den Film so schön. Ah, ja, den werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Also nochmal zur Empfehlung. Wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr eine Familie habt oder auch Freunde, die welche sich interessieren für diese Thematik und auch, ja, wenn ihr einfach eine schöne Zeit haben wollt und euch einfach verzaubern lassen wollt von diesem Film oder von den Themen, dann würde ich euch den Film auf jeden Fall empfehlen. Von den Trailer her kann ich euch sagen, wenn ihr euch die Trailers anguckt, kriegt ihr genau das, was in den Trailers zu sehen ist. Und ich glaube, beim ersten Trailer kam sogar Wonderful World vor, ne? Das Lied. Ja. Okay. Oh, ich habe gar nicht meine Dings. Dings ist immer gut. Wie heißt denn das nochmal? Meine Kinokartenschachtel dabei. Mist. Nun ja, habe ich noch was? Nö. Dann sage ich euch schon mal Tschüss, auf Wiedersehen und au revoir, meine kleinen großen Motherfucker, euer Sölle Caspit. Es gibt noch einen Text zum Abschluss, wie meistens seit Neuerung. Ja, und zwar kommt der von Ross und dann werde ich, also ich werde den Text lesen und ja, die Sachen zusammenpacken und tschüss. Also auf jeden Fall, nochmal tschüss, auf Wiedersehen und au revoir, meine kleinen großen Motherfucker, euer Sölle Caspit und hier kommt der Text. Um zu überleben, müssen wir manchmal oder sollten wir manchmal über unsere Programmierung hinauswachsen.